Eine wunderschöne, bunte, aufregende Welt, wie aus einem Bilderbuch. Das sonst so raue Portugal von seiner mediterranen Seite. Hier ballen sich die schönsten Stellen eines Landes, das nicht nur mit seiner eigenen Riviera am mächtigen Atlantik wirbt, sondern auch mit einem einzigartigen Klima. An der fast 1800 Kilometer langen Küste bietet vor allem der tosende Atlantik, wie hier am Höllenschlund Boca do Inferno, ein atemberaubendes Spektakel. Durch einen Nationalpark geschützt ist die Küste noch wild und unbebaut. Und hier, 140 Meter über dem Meer, soll auch der Sommer zuerst an Land gehen, sagt Reiseführerin Paula. Wir sind hier in Cabo da Roca, das westliche Punkt für ein europäisches Festland. Westliches geht es nicht. Und in der Richtung gegenüber, bei klarem Wetter, so fast wie heute, man kann fast sogar die Freiheitsstatue schauen. Das ist so ungefähr 5000 Kilometer entfernt von hier. Aber es gibt auch die sanften Momente an den herrlichen Sandstränden, wie hier der Strand Praia do Guincho bei Cascais und Estoril, inmitten eines geschützten Ökosystems mit seltenen Pflanzen und Tieren, preisgekrönt für seinen nachhaltigen Tourismus. Beeindruckend die riesige Wanderdüne Cresmina, durch Seewinde weit ins Land verweht. Hier ist sanfter Tourismus ideal, wie ihn Eva und Thomas machen. Mein Vater lebt hier seit 10 Jahren, weil es hier einfach so wunderschön ist und wir sind ihn gerade besuchen. Wir haben uns heute ein paar Fahrräder ausgeliehen und erkunden dann die Küstenstraße. Wer kein eigenes Rad hat, kein Problem. Fast überall kann man gegen geringste Gebühr ein Bicar ausleihen. Und ab geht es durch eine blühende, bunte Szenerie. Etwa zum markanten blau-weißen Leuchtturm Santa Marta, am Fischerhafen und nahen Sandstrand von Cascais. Dieser Küstenort nahe Lissabon punktet mit prächtigen Villen und kostbaren Wanddekors wie hier am Rathaus. Azulejos, alte, farbige, glasierte Kachelbilder. Über die Plätze ziehen steinerne Wellen wie in Lissabon und an Rios Copacabana. Cascais und sein Nachbarort Estoril waren im Zweiten Weltkrieg Rückzugsorte für Könige und Geldadel. Heute ist der Urlauber hier König, in einem Reich, in dem die Schönheiten gratis mitgeliefert werden. Und wenn der Hunger kommt, dann geht's vielleicht mal zu Maria, die in ihrem Mini-Lokal, noch ein echter Geheimtipp, jede Menge Tintenfische serviert. Super zart und nicht die sonst so oft harten Gummireifen. Wir sind aus Lissabon für einen Tagestrip rübergekommen nach Cascais und hatten von diesem Oktopus-Restaurant gehört. Also haben wir Tintenfischsalat gegessen, dann gegrillten Tintenfisch und noch einen anderen Tintenfisch. Alles echt köstlich. Am Nachmittag gibt's dann nebenan was für die Augen. Schloss Pena, einer von drei Palästen, der sich als UNESCO-Welterbe über der Hügelwelt rund um Sintra erhebt. Es ist ein bizarrer Palast zwischen Kitsch und Kunst. Bis 1910 Sitz von Manuel II., Portugals letztem König. Unser Tipp, am besten früh am Vormittag besuchen, bevor die übervollen Reisebusse anrollen. Vom Königspalast zum Hotelpalast in Estoril. Hier erfand Ian Fleming 1944 seinen James Bond, als er das Treiben der Geheimagenten beobachtete. In der Bar der Spione liegen die Ursprünge von geschüttelt, nicht gerührt. Chefportier José Diogo Vieira erinnert sich. Hier in der Bar kam Ian Fleming die Inspiration für seinen James Bond im ersten Roman Casino Royale und auch für den typischen Dry Martini. Und im Bond-Film Im Geheimdienst Ihrer Majestät von 1969 spielte er auch schon eine Schlüsselrolle. Damals war er noch Page. Aber gerüttelt und geschüttelt wird noch immer. Draußen, an Cascais dramatischer Bühne am Atlantik. Also dort, wo der europäische Sommer immer zuerst ankommt.